Willkommen zum deutschen Let's Play und wir machen mit Cat Mods weiter, Katzen Mods. Diese Katze, diesmal eine weiße Katze mit blauen Augen. Man hat die Auswahl zwischen, oh nein, zwischen blauen Augen und gelben Augen bei ihr. Und wir kriegen gleich die Katzin nochmal. Katzin Jones. Ah, perfekt. Ja. Ich dachte, du wärst ein Gesandter. Egal, wer bist du? Was willst du von mir? Ich muss die Katzen gleich nochmal spielen ohne Facecam. Habe ich die Facecam an? Ja, die habe ich an. Mist. Mist. Das hätte ich gleich mehr reinhauen können. Ah, wurscht, wir nehmen es nochmal. Antworte mir. Was machst du in meinem Haus? Wohnung, Wohnung. Warte, also hat Sabalta endlich beschlossen, jemanden zu schicken. Ich schätze, du bist mein neuer Rekrut. Sehr groß bist du nicht gerade. Wie hast du überhaupt die Kanalisation überstanden? Ich schätze, du musst ziemlich gewifft sein. Ich habe noch einen Weg zur Außenwelt gesucht, seit ich das Ameisendorf verlassen habe. Aber die Wächter sind immer wachsam. Jetzt, wo du hier bist, kannst du helfen. Folge mir. Okay, wir folgen dir. Wie eine Katze, wie eine wahre Katze. Okay, was haben wir hier dafür? Ja, du bist verrückt, oder? Ein Fernseher hat sie da auch drin, als ein Computer. Du bist wohl ein bisschen verrückt, glaube ich. Ich arbeite schon eine ganze Weile an einem Plan, um diese alte U-Bahn in Gang zu setzen. Ich habe sogar die Schlüssel, um sie zu starten. Alles, was wir brauchen, ist eine Atombatterie, um sie mit Strom zu versorgen. Ich weiß, dass die Neko Corporation einen ihrer Fabrik installiert hat. Ich habe einen Kontakt, der uns helfen kann, sie zu infiltrieren. Ich kenne seinen Namen nicht. Er ist er ist der Roboter mit der Bomberjacke und der Goldkette. Überbringe ihn diese Nachricht. Jemand, der so klein und flink ist wie du, sollte keine Probleme haben, sich in die Fabrik zu schleichen. Eine letzte Sache noch, zögere nicht, dich um Hilfe zu bemühen. Diese Stadt ist voll von Informationen. Halte dich nur von den Wächtern fern. Okay, Clammy. Ja. Und wo sind wir jetzt? Hier. Jetzt müssen wir noch eine Kamera finden. Eine Kamera suche ich noch. Wo ist sie nur? Die haben wir schon. Wo bist du, letzte Kamera? Wo bist du? Drei Kameras, haben sie gesagt. Ich habe bis jetzt nur zwei gefunden. Hey, yo, Bro, was Neues? Was bist du eigentlich? Ein Vierbeiner, der niedliche Geräusche macht? Das Konzept gefällt mir. Das Konzept gefällt uns allen. Bomberjacke. Aber das bist nicht du. Oh, ein Typ einer... Nee, des Clubs. Nee, des Clubs, ja, sag ich ja, der Typ bei der Disco, der Türsteher. Okay, schauen wir mal, wo die letzte Kamera ist. I see you. Und das war's mit der Kamera. Das dank viel sie nicht runter, wie wir drauf standen, oder? Okay, runter da. Den Leuten die gute Nachricht geben. Ich glaube, jetzt kriegen wir Musik von denen. Unsere Belohnung ist Musik. Gut gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass du es schaffst. Hier, nimm den Preis. Du hast ihn dir verdient. Das Satan Band. Genieß unser Lied, du wirst es lieben. Und du? Machst du jetzt auch noch wen an? Und zip, 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 zip. Was auch immer das sein soll. Mit Joe. Ist es nicht sowas von cool im Moment? So relaxed, dass uns nichts Schlimmeres passieren kann. Ich glaube, da habe ich schon mit jedem gesprochen. Hier ist kein Radio drin, glaube ich.
Hier haben sie schon Musik. Baum. Mal hier ein Radio. Hier Musik. Also ja. Wir sind auf der Suche nach Radios. Oh, ups. Ups. Ah, das wollte ich ja gar nicht. Das wollte ich ja gar nicht. Brum, brum. Hey Bro, was geht ab? Die festgenommene Person war nicht Clementine. Suche fortsetzen. Ich kann euch zu ihr führen. Für ein bisschen Catnip durch alles. Nur ein bisschen Catnip brauche ich. Da war ein Radio, oder? Wo wir es reinsetzen können. Weil hier ist ziemlich ruhig gerade. Hier. Verdammt, wie schalten wir das Ding nur ab? Oh je. Yeah. Jetzt kann ich hier nichts Neues machen, oder? Ja, das ist ein bisschen krass laut. Oh, das hatten wir schon. Was ist der einzige Radio? Vielleicht lautere Musik als im Nachtclub. Eine Bestechung? Ich lasse mich nicht bestechen. Ich lege Wert auf meine Arbeit. Was ist das überhaupt? Eine Notiz. Okay, es ist... Bist du's? Ist das eine Bomberjacke? Das ist doch eine Bomberjacke. Hopp. Das ist eine Bomberjacke? Du schaust nach meinem Informanten aus. Woher hast du das? Hopp, er ist es. Oh, du bist bei den Außenwelten mein Kontakt. Lass mich dich kurz über die Atombatterie aufklären. Die Batterie versorgt die Necrocorp-Fabrik hier, aber das ganze Gebiet ist gesperrt und schwer bewacht. Sie kontrollieren jeden, der das Gelände betritt und schicken jeden weg, der kein Arbeiter ist. Hier meine Idee. Besorge mir eine Arbeiterjacke und einen Arbeiterhelm, während ich hier bleibe und mir einen günstigen Zeitpunkt überlege, reinzukommen. Arbeiterhelm, Arbeiterhose. Das heißt, am besten knocke ich ihn aus. Komme ich nicht drauf? Doch, komme ich. Nicht ausknocken. Arbeiterhose, Arbeiterjacke. Da komme ich auch gerade nicht rein. Von der anderen Seite. Jetzt muss ich Weg finden. Hey du, bitte eine Jacke. Oh, nichts Neues hier. Okay. Okay, jetzt komme ich von dieser Seite rein. Oh, Ruhe. Hm. Ich kann raufhupfen. Nein. Hm.
Na, ich hasse es jetzt schon. Und wie mache ich das, Alter? Wie mache ich das? Vielleicht beim Kleidungsgeschäft und Hutgeschäft. Vielleicht komme ich dort jetzt schon rein. Oh, du. Ich warte schon Ewigkeiten darauf, dass du Blache zurückkommt und mir hilft, diese Hütte wieder aufzustocken. Der Chef ist nicht begeistert. Wenn der Kerl wieder in der Bar rumhängt, kann er was erleben. Okay. Ah ja, hey Bro. Niemand kann den Laden betreten, während er wieder aufgestockt wird. Und da die beiden so inkompetent sind, könnte es noch eine Weile dauern. Okay. Jetzt muss ich die Leute aus der Bar zurückholen. Das ist nicht die Bar. Das ist die Bar. Das sind die zwei Leute, oder? Der Typ da hinten ist bis oben hin geölt, wenn du weißt, was ich meine. Den weckt nur ein harter Schlag direkt an die Beine auf. Okay. Ah ja. Oh boy. Oh boy. Dann bringen wir doch um. Uff. Alles klar, Alter. Back to work with you. Bam, bam. Und wir gehen dabei rein in die Kiste. Dann reingetragen in den Club. Richtig? Richtig. Mal schauen, oder? Kommt einfach betrunken zur Arbeit, der Typ. Schaut nicht so gut aus. Gleich feuern. Komm, trag mich rein. Trag mich rein. Hey, na geht doch. Warum ist hier gruselige Musik? Schon einen Weg raus. Jetzt müssen wir noch den richtigen Hut finden. Perfekt. Okay. Ah ja, und der Kleidungsstore wird dann die andere Jacke haben, die ich brauche. Verdammt, ist das laut. Keine Ahnung, wie eine Katze sowas stiehlt, aber wir haben es. Hey, yo, Bro. Ja, hab ich alles, hab ich alles. Hervorragend, dieser Helm wird ausreichen. Ich brauche allerdings noch eine richtige Arbeitsjacke. Hast du auch so eine gefunden? Perfekt, die Jacke ist genau das, was ich brauche. Ich ziehe mich jetzt an. Kannst du dich umdrehen? Echt jetzt? Oh. Okay. Ich weitermachen. Bisschen klasse, ein bisschen eng an der Taille. Was?
So, das geht doch gar nicht. Das ist eine Jacke. Aber es wird schon gehen. Okay, spring in diese Kiste und ich schleuse dich unter den Kontrollpunkt. Zuerst muss ich noch was tun. Ganz wichtig. Wie weit sind wir überhaupt schon drinnen? 15 Minuten. Okay. Ganz wichtig jetzt. Für später. Okay, passt. Es wird alles Sinn ergeben. Und wieder zurück. Lass ich die Facecam gleich weg, falls ich andere Szenen brauche für meine Shelter Home Mod Videos. Das ist nicht der richtige Weg, oder? Aber doch. Nein, ist es nicht. Nein, ist es nicht. Hier ist er. Und rein in die Kiste. Weit hast du mich nicht getragen. Ich mach mich gleich mal auffällig. Okay. Ja. Natürlich darf ich. Lass mich die Drohne nicht sehen. Hopp. Panik versteckt. Das
fast schon eine Metal Gear Mission. Perfektes Timing. Unglaublich. Nicht geworfen? Doch. Was ist ein Checkpoint? Nein. Die Musik hier ist richtig geil. Hey, gut, dass du hier bist. Kannst du mir helfen? Ich habe in diesem dunklen, riesigen Fabrik die Schlüssel zu meiner Wohnung verloren. Die Wächter haben sie geweigert, mir zu helfen. Sie sagten nur, wenn du nirgendwo hingehen kannst. Mehr Arbeit hier, was? Wenn du nirgendwo hingehen kannst, mehr Arbeit hier. Wenn du mir vielleicht helfen könntest, sie zu finden, wäre ich dir ewig dankbar. Okay? Das heißt, ich muss runterhupfen für dich. Alter, du schießt gerade auf eine Box. Was zum Teufel? Und was jetzt? Du isst mich nicht. Ah, hier ist die Drohne jetzt. Okay. Wie komme ich runter zu seinen Schlüsseln? Hopp. Gehen wir mal weiter, oder? Muss mehr aufsperren. Nein. Diese Tür aufgemacht. Ich frage mich ja, wie ich da runterkomme. Wahrscheinlich erst später. God damn it. Oh! Was zum Teufel? Ich könnte eine Katze erschießen. Oh. Also unter der Drohne sich verstecken funktioniert nicht. Ach verdammt. Was ist das für ein dreckiger Checkpoint? Miserabelster Checkpoint ever. Oh. Ich will da gerade nur durchrushen irgendwie. Das für ein Na Mist. Am Roboter werden der überwacht von Drohnen.
Einfach so durchschummeln jetzt. Verdammt, das wirkt gefährlich. Es gibt keine Zirks mehr, nur noch das. Wo? Mission Impossible Missionen. Metal Gear Solid Stealth. Das ist ein Puzzle. Okay, also ich kann die Dose durchrollen. Oder? Aber nur wenn der Sau. Okay, verstehe. Oh. Das war's auch nicht. Wie kriege ich den zweiten hier raus? Ich kann da doch nicht einfach drüber hupfen, oder? Rausrollen. Verdammtes Puzzle. Den Saugroboter herholen, da kann ich rüberhupfen vielleicht. Ah ja, oh, Gott sei Dank. Damit. Komm her. Es hat schon viel zu lange gedauert. Jetzt kann ich die Dose, wollte ich sagen, durchrollen. Oh. Ich weiß nicht. Wir haben sie. Schnell, lass uns von hier verschwinden, bevor die Wächter auftauchen. Wir müssen Clementine diese Batterie zurückbringen. Das war doch ein Kontrollpunkt, oder? Nein, das war keiner. Mist. Okay. Ich schätze, den Schlüssel habe ich nicht zurückbringen können. Oh, das schaut cool aus. Da waren wir. Genau, auf dem Antennenturm oben. Und da sind die Slums dann.
hier waren wir auch schon. Das ist ein Kontrollpunkt. Das ist ein Kontrollpunkt. Okay. Folge hier vorbei. Danke fürs Zuschauen. Nächsten Folge sind wir natürlich eine andere Katze. Genau 30 Minuten, so wie ich es haben will. Bis out.